Noch ist die Saison ja relativ jung in den jeweiligen Ligen und auch im Europapokal ist die Saison sehr jung. Es steht an, das erste Spiel in der Gruppenphase. Wie kommen die Mannschaften in den europäischen Wettbewerb rein? Darum wird es gehen. Wie viel wird möglicherweise auch im Vergleich zum Ligabetrieb rotiert in den jeweiligen Teams? Das alles werden wir hier beobachten. All das werden wir uns ganz genau anschauen. Ich grüße eine wunderbare Kulisse, die einfach nicht besser geht in diesem Stadion. Willkommen zurück zu Provinus Soccer 2020. Europa League, also wie es hier heißt, European Masters Cup. Wir haben ja im letzten Wettbewerb so einige denkwürdige Momente erlebt. Alle haben sich ins Gedächtnis eingebrannt. Wir hoffen sehr, dass die Neuauflage noch mehr solcher Überraschungen bereithält. Ja, definitiv einer der Tage, die du dir im Fußballkalender anstreichen musst. Schließlich geht es hier um einen großen europäischen Pokal. Nach den neuesten organisatorischen Änderungen ist das Interesse an diesem Wettbewerbsformat noch einmal deutlich. Checo! Oh! Ja, das nenne ich Timing. Der Abschluss ist aber zu haben. Die Passgenauigkeit ist aller Ehren wert. Die Abschlussgenauigkeit zumindest in dieser Szene nicht. Ünder ist abseits. Na. Schiebung. Den Ball weit rausgehauen. Diesmal weit nach vorne geschlagen. Bei wem der wohl landet? El-Sharawi mit der Torchance. El-Sharawi! El-Sharawi! Und da haut er den einfach rein. Überragend von El-Sharawi. Dieser Typ ist einfach nicht auszuschalten. Gerade der Anpfiff. Und er ist schon bei 100% und sorgt für die Führung. Ein Komplettpaket, leichtfüßig, zielstrebig und abschlussstark. El-Sharawi im Ballbesitz und wenn der die Kugel hat, dann herrscht Alarmstufe Rot. Dann macht er mit dem Ball und mit dem Gegner, was er will. So wie hier. Und er macht das Tor. Das ist die frühe Führung. Diaz Rom bleibt sich treu und startet gleich voll durch. Den hat er. Er bringt ihn in die Mitte. Versucht ihn da zu klären. Da guckt er ganz genau. Das war nicht schlecht, aber das muss auch optimal sein, wenn du aus dieser Entfernung das Tor machen willst. Sie haben offensichtlich vor, Räume zu schaffen. Die Spieler aus dem Zentrum versuchen draußen einen oder... Es gibt Freistoß für die Roma. Keine Karte, schade. Jedes Mal ist gefahren. Mindestens ein Derby. Jetzt beginnt also der Kampf um die kleine europäische Krone, wobei ja viele sagen, die ist schwieriger zu gewinnen als der ganz große europäische Vereinstitel. Und darüber haben Sie ja gestern in der Pressekonferenz auch gesprochen. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass dieses Team ganz klar sagt, wir wollen diesen Titel holen, auch wenn es irgendwann im Laufe der... Ein Kopfball! Doppelschuss! Raus damit! Der Einsatz passt auf rechts. Mal sehen, wie es weitergeht. Der Verteidiger mit humorlosem Einschreiten. Das war aber auch bitter nötig. Diaz Rom hat ja hier schon sehr früh den ersten Treffer erzielt. Also nur noch mal zur Erinnerung. Und hier steht's 1:0. Ünder.
Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Schinko. Spielverlagerung auf die linke Seite. Ah. Und er dribbelt und dribbelt und dribbelt. Da gab es einen Pfiff und ja, richtig, Freistoß. Und er zieht ab. Es gibt Freistoß für die Roma. Ja, ja. Ganz klares Foul. Federico Fazio. De Rossi. Hier ist El Shaarawy. Ein Fußballkünstler. Gut gehalten. Schicko. Schicko. Checo. Langer Abschlag vom Keeper. Checo. Gefährlich. Und Tor. Da ist das Tor, auf das sie gewartet haben. Der AS Rom hat die Situation sofort erkannt nach diesem schlampigen Pass. Die Balleroberung, das schnelle Umschalten, der schulmäßige Konter und ein schönes Tor. Schönes Tor von Infico. Und damit steht es 2 zu 0. Also beim Stande von 1 zu 0 war die Partie noch ziemlich offen, aber zwei Tore Unterschied. Das ist schon ein gewaltiger psychologischer Vorteil oder Nachteil, ganz wie man will. Ein Lupfer, ja warum denn nicht? Ünder. Pellegrini. Checo. Ünder. Oh. Das war die letzte Aktion der ersten Hälfte. Wie schätzt du denn den ersten Durchgang so ein? Sie führen mit 2 zu 0 und ich bin gespannt, wie Sie jetzt vorgehen werden. Schnell klare Verhältnisse schaffen oder langsam und sicher diese zwei Tore über die Zeit bringen. Zwei Tore trennen die beiden Teams nach den ersten 45 Minuten. Ja, 2 zu 0 die Führung als Roma gegen Zürich. Zum ersten Mal schießen wir zwei Tore. Ja, und weiter geht's mit Hälfte Nummer 2. Alles ist wieder bereit. Auf beiden Seiten keine Wechsel in der Pause. El Shaarawy. Da haben sie echt nochmal die Chance. Beste Nachricht. Erstmal weg aus dem gefährlichen Bereich. Den Ball kontrollieren sie, aber besonders mutig oder überraschend sind ihre Aktionen nicht. Und Ball ist weg. Jawohl, Einwurf. Na? Der kann nicht nur defensiv, der packt jetzt auch vorne noch so richtig Geschwindigkeit aus. Und am Verteidiger kommt der Ball nicht vorbei. Eckball. Ah, das ist die kurze Variante.
einfach das Bein reingestellt. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Ui, das ist eine Chance. Und drin ist er. 3:0. Sie liegen mit 3 Treffern vorn. Und das ist es doch wohl schon gewesen, oder etwa nicht? Schön gespielt. Heimlich, still und leise sich von allem weggeschlichen. Also man muss schon sagen, das wird alles einstudiert. Das haben sie im Training mit Sicherheit immer wieder genauso versucht. Und er schlecht verschafft sich den Fahrraum im 16-Meter-Raum, bekommt den Ball und macht das Tor. Und damit steht fest, Doppelpacker. Damit also steht es 3:0. Da kommt er gerade so mit seinem großen Zeh noch an. Die haben ja hier richtige Wachhunde aufgestellt. Sie wollen nicht noch mal denselben Fehler machen und deswegen nehmen sie ihn jetzt in Manndeckung. Checo. Und der Torhüter ist zur Stelle. Pellegrini. Sharawi, Checo. Genauso. Es gibt Freistoß für die Rom. Aber kein Quatschen, ich krieg sofort den Quatschen. Er kriegt keine. Das ist der Wahnsinn. Na, das ist schon ziemlich weit weg, aber vielleicht für ihn nicht zu weit. Und also ob der nochmal runterkommt, ich bin mir da überhaupt nicht sicher. Physisch enorm präsent. Ünder. Edin Dzeko kann den er ist Mutterseelen allein durch. Nur noch einer vor ihm. Mit viel Gefühl. Sie versuchen es immer wieder auf die gleiche Art und Weise. Und eins müssen sie langsam erkennen. Wenn die Pässe nicht ankommen, dann machen sie auch nicht das Tor. War das ein Foul? Ja, Chiri entscheidet auf Freistoß. Okay. Cool. Immer wieder schieben sie einen Riegel davor. Perotti hat die Kugel und er hat Platz. Nein, an den kommt er nicht ganz ran. In die Gasse. Da ist die Chance. Ja, da hat er ihn erwischt. Na. Sie sind sich offenbar so gar nicht einig da unten. Es gibt die ersten Grüppchen. Hoffen wir einmal, dass hier keiner die Grenzen überschreitet. Er bringt ihn aufs Tor. Nächste kommt da. Er geht nicht so. Zeig mal. Das ist Perotti. Klasse Stellungsspiel. Gut geklärt. Der geht weit.
Also für meinen Geschmack landen viel zu viele Pässe beim Gegner. Sie müssen da ein wenig mehr Genauigkeit ins Spiel bekommen. De Rossi. Oh. Pellegrini. Pellegrini hat ja zuvor schon einen Treffer vorbereitet. Rein in den 16er. Oh. Das hätte der vierte Treffer sein müssen. Er springt hoch. Oh. Dzeko. Jetzt aber. Perotti. Oh. Mancher hat da hinten ein Stoßgebiet in den Himmel geschickt. Perotti noch einmal mit einer Chance. Das war's. Die Trainer geben sich die Hand. Das Spiel ist beendet. Das war genau der Start, den man sich so gewünscht hatte. Diese Leistung gibt viel Selbstvertrauen für die nächsten Spiele. So, Hansi, deine Einschätzung zur Partie. Na also, so stellt man sich das doch vor. Ein Sieg zum Auftakt der Gruppenphase und natürlich die Hoffnung beim Anhang, dass sich das jetzt fortsetzt. Das war's für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank natürlich auch an Hansi Küpper. Ich muss mich bedanken. Hat wieder mal viel Spaß gemacht. Ja, 3:0 der Sieg gegen FC Zürich. Hier das 1:0 von El Shaarawy. Hier das 2:0 von Edin Dzeko. Schönes Tor. Und hier das 3:0. Ganz schlecht verteidigt von Zürich. Aber gut ausgespielt. Oh. Hier wurde es nochmal knapp. 3:0. Der Sieg. Lazio. Milan gewinnt auch. Ah, okay. Die Feind gegen die Namen 4 gewonnen. Na, eine Strategie. Verhandlungen, haben wir da. Hallo, nein. Ja, das war's von dieser Folge Europa League. Und das nächste Spiel ist dann zu Hause gegen Sassuolo. Sassuolo. Mal sehen, ob wir da den Sieg einfahren können. Ein bisschen ein Like da lassen.
Ein Abo nicht vergessen und immer Bussiaspachi, euer Lizinator.